Nachdem du von diesen unglaublichen Vorteilen gehört hast, wirst du Mundspülung in deinen Mülleimer kippen. Dieser Trick ist wirklich genial und in diesem kurzen Video zeige ich dir, wie du dafür vorgehen musst. Doch Achtung, du solltest nicht wortwörtlich Mundspülung in deinen Mülleimer kippen, außer du möchtest ihn reinigen. Denn tatsächlich kannst du Mundspülung unter anderem auch dafür verwenden, um deinen Mülleimer zu reinigen. Doch wir wollen die Mundspülung etwas anders anwenden. Dafür solltest du als erstes eine Tüte in deinen Mülleimer geben, so wie du es sonst auch tun würdest. Schnapp dir jetzt ein Wattepad und gib hier eine kleine Menge von der Mundspülung drauf. Kippe sie einmal kurz um, sodass eben diese Menge, die du jetzt bei mir sehen kannst, auf dem Wattepad drauf ist. Falls du übrigens kein Wattepad hast, kannst du dafür natürlich auch ein Taschentuch oder allgemein ein Papiertuch benutzen. Das ist hierfür relativ egal. Und wenn du das jetzt erledigt hast, dann solltest du so direkt in deine Mülltüte werfen. Eins reicht hier bereits aus. Doch was sind jetzt die Vorteile von dem Ganzen? Wenn du Müll in deinen Mülleimer wirfst, kommt es irgendwann dazu, dass dieser nicht mehr so angenehm riecht. Das heißt, jedes Mal, wenn du den Mülleimer öffnest, kommt dir ein unangenehmer Geruch entgegen. Und genau dem kannst du mit der Mundspülung entgegenwirken, da sie sehr frisch und angenehm riecht. Wenn du jetzt deinen Mülleimer öffnest, wird dir immer ein frischer Geruch entgegenkommen. Und wusstest du, dass du Mundspülung auch in deine Toilette kippen kannst? Wie dieser geniale Trick funktioniert, erfährst du, wenn du jetzt auf das Video klickst, welches du im Bildschirm siehst.